Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben hier bei den Tunneln von Limgrave und werden uns jetzt mal anschauen, wer da vorne Erze abbaut. Es sieht zumindest so aus, wir sehen da den Kopf einer Spitzhacke oder was zumindest der Kopf einer Spitzhacke sein könnte. Eventuell verbirgt sich auch hier der Schmied, den wir suchen. So, nein. Das sind definitiv... Oh, fuck. Schlecht gelaunte alte Männer. Oh. Sehr schlecht gelaunte alte Männer. Oh, wir kriegen hier Schmiedesteine. Hatte nicht erwartet, dass Fernkampf. Die Typen oder was? Oder wer? Das ist hier echt so eine kleine Mine. Eventuell ist hier ja sogar auch ein optionaler Boss, der uns irgendeinen Gegenstand, der wichtig für unsere Reise sein könnte, geben wird. Also das ist ein Fernkampftyp, oder wie? Das ist ein Fernkampftyp, ja. Okay, der schmeißt einfach mit den Schmiedesteinen nach uns, die er gesammelt hat. Und auf einmal schlägt er schnell damit zu, ja. Aufpassen. Oh. Sehr schön. Wie viel bringen die? 92. Auf jeden Fall deutlich mehr als diese komischen Godric-Soldaten, aber die halten auch mehr aus. Vorsicht vor Ratte. Was haben wir denn hier? Hätte ich nur einen Tunnel. Wo wolltest du denn hin damit? Wo soll dich der Tunnel denn auch hinführen? Warte mal, können wir bei dem vielleicht? Yes! Wow! Erstmal plötzlich einen ganzen Gröll, eine Gröllhalde nach uns schmeißt. Okay. So, wir haben jetzt hier zwei Wege. Oh, no! Da schlief hier einer. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. What in the heavens? Ist diese Ratte auf Steroiden? Ihre Augen leuchten. Vielleicht hat sie vom Uran genascht. Hallo. Ich bin kein Erz, dass du abfarmen kannst. Reiß dich mal zusammen. Okay. Habe ich nicht jetzt einen Gegner-Trupp besiegt? Müsste ich jetzt Flaschending zurückkriegen? Unglück voraus. Wieso, sehe ich da einen Spiegel oder mein Leben an mir vorbeiziehen? Lügner voraus. Schmiedestein. Wo denn Lügner voraus? Hier ist doch nichts. Wieso denn Unglück oder Lügner voraus? Hier ist doch nichts. Oder ist hier eine Wand? Hier ist nichts, literally. Hier liegt nur einer. Aber der ist tot. Den konnte ich looten. Die Regel ist, alles, was man looten kann, ist tot. Eine ungebrochene Regel in Spielen. Morgen voraus benötigt. Komme ich von hier? Kann ja gar nicht sein, ich kam doch von oben. Und da. Ich kam doch von da, oder? Ja.
Interessant finde ich, dass man immer noch dieses Klirren hört, als würde immer noch irgendwer in den Tiefen hier Erze abbauen. Führt das weiter nach unten? Es führt tatsächlich weiter nach unten. Okay. Ey! Was ist, wenn ich auf der Ebene sein wollte? Dann habe ich jetzt Pech gehabt, oder wie? Ist das ein Licht? Ja, das ist eine Kerze, nennt man das. Das nennt man gemeinhin Kerze. Vielleicht ist es in dem Land, aus dem du kommst, nicht so üblich. Ich weiß es nicht. Gucken wir uns also erstmal hier um. Vorsicht vor Packung. Ja. Oh, Packung, guckt mal. Ja. Hinter mir. Kleiner, mieser Penis, ey. Voll schlecht drauf, der Typ. Vor allen Dingen sollten die sich alle mal eincremen. Das ist ja schlimm, wie ihr aussieht. Großer Schimmersteinüberrest. Fünfmal. Das könnte entweder so ein Consumable sein oder den man irgendwie benutzen kann. Oder, was natürlich auch sein kann, das ist, irgendwas in Richtung Schmiede ausrichten. Links versuchen. Ja, da drüben sieht man ja auch was. Das ist jetzt nicht wirklich geheim gewesen. Ein Schmiedestein. Wir könnten also theoretisch jetzt auch unsere Waffe verbessern, glaube ich. Unser Katana. Lügner voraus. Zerbricht das Juwel und verbaut FP. Er schafft viele ganze Bolzen. Viele magische Bolzen. Okay. Okay. Ja, das sieht für mich so aus. Also, Lügner voraus klingt eher so danach, als wäre da eine Nebelwand. Beziehungsweise eine Illusionswand, aber da ist ja keine. Insofern kann ich da nicht besonders viel machen, ehrlich gesagt. So, und jetzt müssen wir mal eben gucken. Auf der Seite müsste eigentlich noch... Da ist ein Marikas Pfahl. Hier ist noch so eine kleine versteckte... Ha! Are you watching me? Are you watching me? Wieso ist seine Laterne einfach Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne? Voll gefährlich, der Typ. Der wird beim nächsten Laternenlaufen des Kinderspielkreises Ebersdorf auf jeden Fall nicht mitlaufen. Und das mal klar ist. Du bist ausgeladen. Deine Eltern können ruhig einen Beschwerdebrief schreiben. Es wird mich nicht interessieren. Da ist ja noch einer von denen. Da sind ja noch zwei von denen.
Jo! Oh oh. Not good. Nö. Okay, mit so einer Angriffskombo kann man die ziemlich leicht erledigen. Ich wollte mal ausweichen, aber das ist ja gar nicht notwendig. Das ist einfach der nächste Fahrstuhl, okay. Noch ein Schmiedestein. So, auch der wird uns wieder irgendwo hinführen, wo wir bisher noch nicht waren. Wir haben nur langsam ein Problem mit Leben, muss ich sagen. So richtig viel zu holen ist dann nicht mehr. Okay, war jetzt auf der anderen Seite irgendwas? War da ein Gang, den wir verpasst haben oder so? Ich habe jetzt nicht genau hingeschaut. Ich glaube aber nicht. Dahinter ist was Böses, Großes, Gurgelndes. Und es hat, glaube ich, kein Listerine im Mund. Und macht sich gerade bettfertig? Nee. Das ist ein ziemlich fettes Monster. Soll ich da jetzt ohne Heiltränke reingehen, oder was? YOLO! Steingräber-Troll. Ach, einer von denen. Hi. Autsch. Okay, das macht Umgebungsschaden. Okay, das ist im Prinzip einer von diesen Standard... Das sind offenbar Trolle. Allerdings ist das einer von denen, die auch so eine Steinhaut haben. Und das ist auch der Grund, warum wir bei diesen Minenarbeitern hier relativ wenig Schaden gemacht haben, weil die halt auch so eine Steinhaut haben. Tornel von Lemgrave. Ich habe eine Idee. Das ist eine blöde Idee übrigens. Angriff ist die beste Verteidigung. Oh. Jesus. Da ist tatsächlich was. Habt ihr das gesehen? Festung Nacht. Vorsicht vor Bedauern. Are you fucking serious? Goldene Huhn. Ja, man muss sich ja erst daran gewöhnen, dass man ja hier tatsächlich so ein bisschen herumjumpen kann, ne? Ohne Schaden zu nehmen. Dunkelschmiedestein. Hier. Ja.
Da unten ist aber nichts, ne? Das ist einfach nur gähnender Abgrund. Festung Nacht. Ja, ist doch gut, Mensch. Wir wissen, dass ihr die Spiele mögt. Oder das Spiel. Das müsst ihr uns jetzt nicht die ganze Zeit auf die Nase binden. So. Dunkelschmiedestein. Fragment eines farblosen Schmiedesteins. Verstärkt Spezialwaffen auf plus 1. Ah, okay. Also wie diese Drachenschuppen zum Beispiel aus Dark Souls. Ich glaube, die hießen so. Und es gab zumindest mal ähnliche. Darf ich vielleicht erstmal einfach meine Seelen haben? Oder meine Runen heißt es. Alter! Kommen wir denn anständig an den ran? Medaillon des Brüllens. Down ist das Ding. Wir kriegen 1800 Runen. Und haben damit den zweiten Boss in diesem Spiel besiegt. Der auch wieder kein Hauptboss war, sondern einfach nur so ein optionaler. Okay, der hatte hier so ein... Der hat hier so einen Schatz gehortet. Also diese kleinen Typen da, die haben für ihn hier seinen Schatz gegraben. Seine Schmiedesteine oder so. Aber der Gute steckte hier wohl irgendwie ziemlich fest, oder? Weil groß raus konnte der hier nicht. Oder ist es ein geschmolzener Kackhaufen? Das kann natürlich auch sein. Weil irgendwo muss der Kerl ja seine Toilette haben. Guckt mich nicht so an. Ist doch nur menschlich. Oder trollisch. Oder, naja. You get the idea. Da. Verstärkt Brüllen und Odem-Angriffe. Nicht, dass wir davon aktuell welche hätten, aber es ist nett zu wissen, dass das funktioniert. Ja, und damit hätten wir jetzt die Tunnel von Limgrave auch abgeschlossen. Nice. Ich glaube, ansonsten haben wir jetzt auch da alles gemacht, ne? Wir haben alles gefunden oder haben wir da irgendwas nicht entdeckt? Ich überlege gerade. Aber für mein Empfinden gab es da jetzt soweit nichts mehr. Gab es hier eigentlich keinen Ort der Gnade? Ich wollte gerade sagen, es muss da doch einen Ort der Gnade geben. Oder bin ich jetzt blöd gewesen? Müssen wir gleich mal gucken. Nee, da ist er. Ah ja, okay. Ich würde nämlich jetzt gerne mal meine Runen einsetzen, bevor sie weg sind. Forgive me. I've been testing you. Inwiefern? To see whether or not grace truly does guide you. Okay. And whether you are fit to face the challenge that entails. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Okay, dann da gehen wir auch hin. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment.
Ist das jetzt so eine Art Bonfire? Shrine? Tafelrundfeste. In der Tafelrundfeste versammeln sich Befleckte, die der führenden Hand der Gnade folgen. Ein uralter Friedenspakt untersagt sämtliche Kämpfe an diesem Ort. Das Symbol der Tafelrundfeste zeigt, dass dieser Frieden noch hält. Die Tafelrundfeste befindet sich außerhalb dieser Welt. Sie kann nur über Orte der Gnade erreicht werden und über die Karte. Tafel der Gnade. Limgrave. Das ist tatsächlich so eine Art Feuerlingsschrein. An der Tafel der Gnade rasten. Und vermutlich versammeln sich hier dann nach und nach auch NPCs. Wer ist das denn? Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new Tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Und wer bist du? Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. Okay. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. Und was kann ich tun? There's nothing left to say. Be at your leisure. There's nothing left. Ich wüsste gern, wer du bist. Komischer, buckliger Typ mit... Der erinnert mich irgendwie an eine Eule. Ich kann nicht mal sagen, warum, aber irgendwie... Tafelrundfeste. Da ist noch einer. Und der sieht ein bisschen more shiny aus. Der sieht aus wie aus Lost Ark entsprungen oder so. Ah, hallo. You must be new here. Kann man wohl sagen. Just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Ein Lanya haben wir bisher noch nicht gefunden. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my house. She's been my companion since childhood. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Honestly, she's such a little tomboy. Tomboy? Be sure to tell me if she's a servant to my house. Okay. She's been my companion since childhood. I've lost count of the number, honestly. Wir werden gucken, was wir tun können. Also, da ist noch jemand. Okay. Wer bist du? Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a Tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. Ich find's übrigens lustig, dass die Priester grundsätzlich irgendwie solche komischen Outfits tragen. Oder irgendwelche Räder um den Hals. Ich meine, schnall vier davon aneinander und du hast eine Pferdekutsche. Also, ich sehe alles, ja. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Danke. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas Perverses ist, weil ich noch neu in dieser Welt bin. Aber... Ah, sowas ist das. Dringende Heilung. Flammenschleuder. Geht in Flammen auf. Och, ganz ehrlich, so ein paar Zauber lernen ist doch nicht verkehrt. Das sind jetzt Anrufungen, okay. Wir brauchen dafür Glaube. Und ein bisschen haben wir ja. Also wir haben genug, um die dringende Heilung zu lernen. Und geht in Flammen auf. May the Golden Order shine through you. Sehr schön. Das verbessert auf jeden Fall unser Kampfrepertoire.
Die Tür ist blockiert. Wahrscheinlich, weil Mr. Uhu Kautz uns nicht reinlassen will. Darf man hier rennen? Oder ist das auf den Gängen verboten? Nein, offenbar nicht. Da ist noch einer. Hier sind voll viele Leute. Und um den sind ziemlich viele Zeichen. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Tür. Ja, witzig. Warum immer Rand? Es wäre der Rand her. Was wollt ihr? Neu. Okay. Will ihr nicht mit mir reden? Der hat eine Todesmaske und der guckt nur. Warte mal. Welche Taste war das noch? Nein, die war das nicht. Wo konnte man nochmal die die Gesten an der Seite? Da können wir den Beutel bestimmen. Oh mein Gott. Sind wir jetzt genauso cool wie du? Er starrt uns voll an. Woher kann er das? Das war eine geheime Fähigkeit meines Nekromantenordens. Ich werde den Fall lösen. Aber erstmal muss ich Kogoroth finden. Damit ich meinen Narkosepfeil an ihn einsetzen kann. Damit ich durch ihn sprechen kann. Oh. Kaufen, eine Klangperle anbieten, Zwillichtjungfernhüllen. Ich habe nichts zum Anbieten kaufen. Oh! Weißer Losungsring. Er bittet bei Invasion die Hilfe eines Jägers. Antworten auf Ende von Nähe. Erhöht die Anzahl der Speicher. Steinschwertschlüssel. Ah ja. Waffen. Trickspiegel des Wirts. Nehmt Gestalt als Gast an. Hilft das vielleicht, dass wir die Eule da verwirren können? Fingersiegel. Heiliges Siegelschlag. Ein heiliges von den Fingern verdientes Siegel, das als Katalysator für heilige Anrufungen dient. Anrufungen müssen an einem Ort der Gnade gelernt werden und erfordern. Für den haben wir aber nicht genug Glaube, ne? Aber wir brauchen den offenbar, ne? Langbogen. Waffen. Das Langschwert ist ganz gut bestimmt. Wie viel Schaden macht denn unser Katana? Mehr. Langbogen haben wir schon. Erstens, sie dürfen nicht. Umso mehr, sie dürfen nicht. Oh, sie dürfen nicht. Hä? Diese Nachrichten. Als wurden die von irgendwelchen Irren geschrieben. Also ich nehme jetzt mal das Fingersiegel, weil ich denke, dass ich für unsere Anrufungen dieses Siegel brauche. Und wenn wir das nicht haben, können wir auch nichts wirken. Ui. Die Putzfrau wurde vor langer Zeit entlassen. Sie wollte einfach nicht mehr wiederkommen. Wir wissen bis heute nicht, wieso. Ich kann ihr nicht hauen. Ne? Aber ich kann trotzdem Sachen zerstören. Das gefällt mir. Warum ist... Junge. Ich will die Nachricht lesen. Okay, wir machen einfach alles kaputt. Ähm...
Ah, gut nachdenken, umso mehr Vorsicht vor Freund. Erstens Westkirche suchen. Wahrscheinlich haben die versucht da runterzuspringen und sind dann gestorben. Oder man kann da tatsächlich nachher runter und da ist ein Bossgegner. Das könnte natürlich auch sein. Oh, ist das ein Schmied? Aha. Wen haben wir denn hier? Hi. Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? Oh. But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a Baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Man hat mich schon seltsamer um ein Stelldichein gebeten. Ah, my thanks, great champion. Oh. You are very warm. Fass mal weiter unten an. Segen des Firmaments. What you felt light up inside you was a Baldekin's blessing. Nein, das war garantiert kein Segen des Firmaments. Das war was anderes. Come back to me. Should you require another, I will take you in my arms as often as you need. Die ist ja lieb. Vor allen Dingen, dass es auch noch so animiert ist. Das ist so untypisch für From Software eigentlich. I am pleased to. Would you like me to hold you? The blessing is still a flame. Would you like to be here? Nö, gar nicht. Then good day to you. Okay, bei der kriegen wir immer so einen Segen. Und das ist der. Verbraucht FP, erhöht kurz das Gleichgewicht. Okay. Was ja Sinn ergibt, denn. Wir können es wirklich. Wir können sie wirklich umfrisieren. Heute sind wir mal so unterwegs. Nicht, dass man das irgendwie sehen könnte, aber Cordelia mag es einfach mal hin und wieder ihre Haare aufzufrischen.